So, hallo, wir machen weiter. Bei Ori and the Will of the Wisps, letztes Mal sind wir in unser neues Abenteuer, ja, gestürzt, kann man sagen. Wir sind abgestürzt, sind mit unserem, ich habe leider den Namen noch nicht, weiß ich nicht, mit dem Kind von Kuro geflogen und hier in diesem Gebiet gelandet. Haben alles verloren, wir können effektiv nichts mehr, außer springen und klettern. Wenn wir eine Fackel finden, dann können wir damit kämpfen. Okay, kann ich noch schwimmen? Okay, ich kann noch ein bisschen schwimmen. Und wir haben letztes Mal im Hintergrund da schon so einen Wolf gesehen, der gefährlich aussah. Oh, ja, da sind offenbar Stacheln. Ja, und ich habe gesagt, sagt mir mal, ob ihr den Hut da unten lieber anhaben wollt oder dynamisch, dass der also nur dann auftaucht, wenn man ihn braucht. Weil dann würde ich den auch wieder ausstellen. Genau. Aber da ich jetzt gleich weiter aufnehme, kann ich da noch nicht drauf eingehen, falls ihr da irgendeine Äußerung getätigt habt in dieser Richtung. Okay. Hier geht's wieder nicht weiter. Oh. Ja, da ist er dann auch schon. Hi. Kann ich hier runter und du lässt mich in Ruhe? Okay. Kann ich nicht. Dann ist es ein Fluchtabschnitt. Wir fliehen. Sheesh. Der ist schnell. Alter. Okay, jetzt wird gekämpft. Oh mein Gott, der hat tatsächlich Energie. Okay. Oh Gott, das Ausweichen muss ich noch üben. Ah, nee. Ah, Mist. Das war nicht so gut. Okay, wir fliehen nochmal. Dann sollte ich wirklich... Alter. Da muss ich wirklich böse darauf achten, dass ich nicht schon jetzt zu viel Energie verliere. Hallo. Geben kann. Eieiei. Aber vielleicht ist es besser, so ein bisschen aufzupassen, eher. Oh mein Gott. Bruder. Okay, okay. Oh, wir schaffen es diesmal ohne Energieverlust dahin. Okay, fast. Okay. Ah, das hat nicht so gut funktioniert. Ich glaube, es ist besser, sich ein bisschen zurückzuhalten. Und nur dann anzugreifen, wenn er auch so eine... Ja, so einen Move nach vorne macht. Scheiße. Oh. Oh, wir müssen ihn gar nicht komplett bekämpfen. Okay, er haut ab. Puh. Das war in der Tat knapp. Okay. Der wird bald richtig auf die Mütze bekommen.
Okay, ich kann nur hier runter. Da hoch komme ich nicht mehr, ne? Nee. Diese Stacheln einfach plötzlich an der Wand. Yay! Okay, ich kann hier durch. Aber, ja, nee. Ja, wir sind mal wieder meilenweit runtergefallen. Ähnlich wie im ersten Teil. Ähnlich wie im ersten Teil tatsächlich. Hier könnte ich mich fallen lassen. Okay, ich lasse mich erstmal fallen. Okay, ich lasse mich nicht erstmal fallen. Ich darf nur noch... ich darf nur noch nach rechts. Okay. Na gut. Oh, was ist denn hier? Fähigkeit. Während uraltes Licht erwachte. Suchten Naro und Gumo die Nacht hindurch. Aber wir sind ja ganz woanders abgestürzt. Die werden uns so schnell nicht finden. Wir kommen schon wieder, keine Sorge. Genau, wir sind nur auf einer großen Reise. Anderen. Der Heuler, der Kreischer. In dir leuchtet ein uraltes Licht. Der Baum hat sich erinnert. Er wusste, er leuchtete. Er hat seine Erinnerung mit dir geteilt. Ah, jetzt können wir richtig angreifen. Die Geisterklinge. Nutze jetzt das Licht. Wir wollen sehen. Führe nachher mit einer Klinge aus Licht aus. Achso, zuweisen muss ich das erst. Ah. Ja, hier Y. Zack. Sehr schön. Wenn jetzt dieses Viech nochmal kommt, kriegt er richtig auf die Mütze. So. Mach dich weg. Das ist halt auch so ein Spiel, da will man gar nicht so viel drüber quatschen, ne? Einfach weil der Hintergrund und alles so schön ist und, ne? Ihr wisst Bescheid.
Aua. Magnet. Du hast einen neuen Geistersplitter erhalten. Ori fliegen weiter entfernte Kugeln zu. Oh, nice. Ja, das legen wir doch gleich mal an. Da ist er. Ah, das ist wie bei Dings. Ich kann hier drei Sachen reinsetzen. Okay. Und da muss ich später wieder gut überlegen, wie ich das kombinieren will. Ja, ja, ja. Das wird dann wieder spaßig. Und hier haben wir jetzt... Ach so, das sind Schlüsselsteine, okay. Und hier kommen dann wahrscheinlich so Sachen rein, wenn wir das erweitern. Auf der Seite wahrscheinlich, wenn wir die Mana erweitern und auf der Seite, wenn wir die Energie erweitern. Irgendwie so könnte ich mir das vorstellen. Sieht man auch da unten. Lebenszellen, 3 von 20. Energiezellen, 3 von 20. Na? Dann gibt es noch Splitterpla... Okay, ich kann den Splitter erweitern. Wichtig und richtig. Gorlik-Erz wird zum Bauen und Verbessern von Gebäuden eingesetzt. Sind wir mal gespannt, was da alles kommt. Okay. Also, viel zu tun in dem Spiel wieder. Aber ist ja auch klar. So, Energie her. Ja, Energie haut ab. Und wir kommen hier wieder runter. Na, habt ihr gesehen? Seid ihr zufrieden? Das Licht hört auf dich, du musst tatsächlich ein Geist sein. Wir Moki dachten, all die Geister wären aus Niven verschwunden. Weg. Bis bald, Geister. Du suchst nach jemandem. Wir kennen einen Sucher, den Großen. Groß und moosig. Geh zum Wächter des Sumpflands. Quorlok wird dir helfen, den Weg zu finden. Boah, da oben irgendwo. Hilfe. Okay. Okay, das ist groß. Na, wobei. Schicke ich dann da oben lang oder so. Neue Quest. Finde Quorlok. So, jetzt gehen wir erstmal hier runter. Okay, da wäre ich, da wäre es von eh nicht weitergegangen. Gut zu wissen. Aber jetzt geht's hier weiter. Mal rüber. Aha. Und dann immer vorsichtig weiter runter und runter und runter. Okay. Komme ich darüber? Ja. Nicht runterfallen. Ich will hier erstmal rüber weiter. Oh, noch was Neues. Das Licht aus den Portalen fließt durch ganz Niven. Es verbindet, es heilt. Also das Teleporter. Geisterportal, ja. Und es ist ein Speicherpunkt. Sehr schön. Und ich schätze, man kann... Oh, ja. Also man kann speichern, man kann heilen. Vielleicht kann man sich teleportieren, vielleicht auch nicht. Vielleicht ist es auch nur zum Speichern und halt heilen und so, ne? Kann auch gut sein. Okay. Da komme ich noch nicht hoch, ne? Laser. Aber es wäre gut, da hochzukommen. Ne, keine Chance. Keine Chance. Ne, komme ich nicht rüber. Okay. Dann müssen wir das erstmal skippen. Hier geht es erstmal nicht für uns weiter. Aber wir haben ja noch Wege.
Okay, ich schätze, wenn ich das da drauf schiebe, fällt es runter, oder? Nee, es hält sogar. Okay. Ich habe ein bisschen Bedenken, dass wir hier gleich runterstürzen. Okay, wir stürzen nicht runter. Okay, ich habe nichts gesagt. Okay. Alles klar. Ich kann runter, ich kann links, ich kann hoch. Aber da oben ist nichts weiter. Oh. Okay, zum Glück nur einer. Ich dachte, jetzt kommt der Große wieder. Oh, mehrere. Okay, alles klar. Kleiner Arenenkampf. Okay. Arenenkampf beendet. Gut, dann gehen wir erst zur anderen Seite. Oh! Okay, schlechte Idee. Wir gehen nicht hier lang. Energie. Nach meinem Fauxpas gerade sehr sinnvoll. Hier geht's weiter. Hier geht's auch weiter. Ah, das ist der Rückweg wahrscheinlich. Ja, das ist einfach nur der Rückweg. Okay, alles klar. Gut. Dann rüber hier. Oha. Neues Licht schon, okay. Was kriegen wir denn jetzt? Yo, her damit, sehr schön. Der Doppelsprung, ja, da haben wir jetzt schon einiges, was wir machen können. Mit dem Doppelsprung. Da haben wir tatsächlich jetzt schon einige Dinge, für die wir den nutzen können. Oh, da oben ist auch was. Was bist du? Du hast einen neuen Geistersplitter erhalten. Bleib an Wänden kleben. Okay. Nützt mir das... falsche Taste. Nützt mir das aktuell was? Ich meine, ich kann ihn anlegen, weil ich habe eh Platz. Ach so, ja doch, das nützt mir schon was. Okay. Jetzt frage ich mich nur, kann ich auf der Karte eigentlich wie bei Ori, kann ich hier Markierungen setzen? Nee, ne? Nee, Markierungen kann ich nicht setzen. Okay. Nein, jetzt habe ich das rausgenommen. So. Nee, Markierungen kann ich nicht setzen. Aber ich sehe ziemlich gut, wo ich noch nicht, wo ich noch nicht war und so. Oh, okay, da ist jetzt so ein Symbol eingetragen. Aber, okay. Auch interessant. Ach, das ist hier unten. Nee, ich bin... Wo bin ich denn? Ich bin gar nicht hier. Wo bin ich denn? Ich bin ganz woanders. Hier bin...
Lol, ich dachte jetzt gerade schon, hä? Aber ich bin hier. Okay. Und das ist da. Da waren wir schon, aber sind noch nicht hingekommen. Okay, I see. I see. Da sind wir, genau. Okay. Tintmoor. Quarlockstal haben wir noch überhaupt nichts. Okay. Ja, wo war jetzt dieses? Achso, nee, von der Seite bin ich ja gekommen. Ah ja, hier unten war das. Ich will zu diesem Schalter, will ich zurück. Der Schalter war da unten irgendwo, ne? Ja, hier drüben. Oh, oder so. Jetzt fährt das da runter. Ich verstehe. Oh. Mein Headset fährt auch gerade runter. Moment, Hilfe. Ah, jetzt fällt mir alles vom Kopf. Dann kommen wir gleich bis zu diesem Splitter hier. Dann können wir noch eine andere Zusatzfähigkeit haben. Okay, mal gucken, was das ist. Moment, geht gleich weiter. So. Dann gehen wir doch gleich darüber. Dann müssten wir jetzt ja auch mit dem Stein den Laser blockieren können. Ich schätze mal, das ist der Gedanke dahinter. Yeah! Okay, weiter ran geht's nicht. Alles klar. Her damit. Ach nee, das ist ein Stein. Also so ein Schlüsselstein. Okay. Dann war es ja noch wichtiger, daran zu kommen. Dann war es ja richtig wichtig. Okay. Müssen wir jetzt hier wieder hoch? Nein. Ah. Und dann hier rüber. Und dann hier rüber. Und dann sind wir wieder oben. Okay. Oh, ich habe nicht aufgepasst. Habe ich den jetzt schon, den Stein? Ah ja, der hat den Stein sogar genau da gelassen, wo ich ihn hingestellt habe. Okay. Gehen wir jetzt nochmal speichern. Jawohl. Sehr schön. Und dann können wir jetzt da hoch. Hätte ich vorhin vielleicht auch Masken mal erstmal machen sollen. So, weg mit dir. Okay. Okay, so, in welche Richtung geht's jetzt theoretisch für mich weiter? War hier noch irgendwas? Ich glaube nicht. Sieht erstmal nicht so aus.
Da drüben ist das Tor. Aber ich kann jetzt ja hier hoch und den Rest erkunden wahrscheinlich. Ja, weil ich habe, glaube ich, einen Stein, ne? Ja, den zweiten brauche ich noch. Aber wie gesagt, ich komme jetzt ja hier hoch. Ja, lol. Okay. Das ging schneller, als ich dachte. Okay, bekommen wir wohl noch unsere Revanche. Das Wasser sieht nicht so gesund aus. Na. Okay. Okay, wir arbeiten uns wieder nach oben. Wie damals schon bei Gumos Reich. Genau. Schritt für Schritt. Das Wasser ist bestimmt nicht gesund. Auch wenn ich da drin stehen kann, scheinbar. Aber es hat keine sehr einladende Farbe. Oh oh, habe ich jetzt woanders schon die solche Steinsäulen übersehen? Die man hätte kaputt machen können. Was ist hier? Moment. Fragment einer Lebenszelle. Oh, finde zwei Hälften um deinen... Ah, okay, okay. Moment, ich muss da nochmal kurz zurück. Ja, da ist nämlich auch so ein Stein. Oha. Mist. Ah, die kann ich aufmachen schon. Das wusste ich nicht. Jetzt weiß ich's. Was gibt's hier Hübsches? Oh. Einen explodierenden Gegner gibt's hier. Oh, eine Lebenszelle. Das ist jetzt aber eine komplette, oder? Das ist jetzt nicht nur ein Stück. Nee, ist auch ein Fragment. Okay. Ja, dann haben wir es jetzt voll. Nice. Eine weitere Lebenszelle haben wir schon. Sehr schön. Okay, also bei den Steinen hätte ich wahrscheinlich jetzt schon öfter was machen. Oh nein. Komme ich da nochmal? Okay, ich komme wieder hoch. Puh. Hätte ich... Ach, immer die falsche Taste. Hätte ich da wahrscheinlich schon öfter was machen können. Mist. Ah, blöd. Was war zum Beispiel hier? Hätte ich hier auch weitergekonnt? Das ist noch nicht abgeschlossen, ne? Hier ist abgeschlossen, aber das da unten. Wir gehen da jetzt nochmal kurz hin, sorry. Nicht, dass da auch Steine sind. Untenrum.
Geht ganz schnell, wir sind gleich wieder da. Halt, kann ich eigentlich mit dem Ding hier was machen? Die kann ich... die kann ich auch angreifen. Okay, die geben mir Geisterdings. Strong. Nee, hier nicht. So, aber wenn dann, wenn wir es jetzt schon kontrollieren können, machen wir es auch wirklich jetzt gleich und nicht erst später. Ah, hier war nichts mehr. Ich war nur nicht... Doch, ich war eigentlich nah genug an der Wand. Mist. Dann muss ich mir merken, dass das einfach so aussieht, wie es aussieht. Und hier geht es definitiv nicht weiter. Definitiv nicht. Das muss ich mir merken. Weil es auf der Karte leider nicht so aussieht. Auf der Karte sieht es leider so aus, als ob da eine... Es ist halt kein so, ne? Hätte was sein können. Naja. So bekommen wir nochmal ein bisschen Geisterlicht. Ist doch auch in Ordnung. Dann haben wir später keinen Stress beim Farmen. Oder müssen vielleicht nicht mal farmen. Wie der mich immer erledigt. Wie der Typ da oben mich immer erledigt, ne? Oh mein Gott. So frech. Ja. Oh. Oh, das kommt immer wieder. Okay, auch interessant. So, jetzt aber wieder nach oben. Auf dem direkten Wege wieder nach oben. Ich muss dir auf Nummer sicher gehen, dass ich nichts verpasst habe. Es geht hier leider sehr schnell. Nein! Oh, war das frech. Oh, war das frech. Okay. Nein. So. Okay. Dich erledige ich jetzt, mein Freund. Bevor du sowas nochmal mit mir machst. Und wir sind wieder hier, wo wir gerade gelernt haben, dass wir Wände aufmachen können. Ja. Ab jetzt achte ich da besser drauf. Okay, da waren wir schon. Dann haben wir jetzt den unteren Abschnitt erstmal abgeschlossen. Sehe ich das richtig? So, der Teil da unten? Sah gut aus, ne? Sieht gut aus. Okay, jetzt geht's nach hier weiter. Aber ich würde jetzt erstmal zurücksteppen. Okay, das geht nicht. So, mach dich weg.
Ah, das ging vorhin auch noch. Oh. Rücksichtslosigkeit. Du hast einen neuen Geist. Okay, was kann der? Meinen einen können wir auf jeden Fall noch ausrüsten. Nächste Stufe. 25% mehr verursachter und erlittener Schaden. Oh, die kann man leveln, die Dinger. Aber, ach so, dafür, ich glaube, dafür musste ich Geisterlicht hergeben bei bestimmten Leuten dann, ne? Also, 15% mehr verursachter und erlittener Schaden. Ah, okay, ich verstehe. Ich bekomme mehr Schaden, aber mache auch mehr Schaden. Ah, nee, muss nicht sein. Muss nicht sein. Ich meine, wer sich nicht treffen lässt, für den ist es gut. Couldn't be me. So. Okay. War ich da nicht schon mal? Scheinbar nicht. Regeneration. Okay, nice. Ach, hier unten. Okay, wie funktioniert das? Dafür wird jetzt wahrscheinlich Energie verbraucht. Ah, okay, geht jetzt nicht, weil ich voll bin. Das ist dann wahrscheinlich so ein bisschen auch wie in Dings. Hier, weißt du schon. Hollow Knight. Mit den hellblauen. Ich kann nicht angreifen. Ich hab meine Waffe liegen lassen. So, dann würde ich vermuten, jetzt geht von dem Grünen was hoch und von dem Blauen was zurück. Jawohl, das verbraucht Energie, okay. So, und wir gehen jetzt erstmal hier runter. Das ist jetzt nämlich der Weg zu... Genau, zu dem da. Da will ich hin. Das will ich einsammeln. Und dann gehen wir noch da hoch. Da gibt es auch scheinbar irgendwas Tolles. Und am Ende wird es hier weitergehen, aber wir steppen erstmal zurück und gucken mal, was wir jetzt schon alles mitnehmen können. Da unten ist auf jeden Fall auch was gewesen. Ja. Oh, aber da komme ich jetzt noch nicht ran, ja? Weil das ist eine Energiezelle. Okay, aber das kriege ich jetzt noch nicht auf. Alles klar. Okay. Nee, hier geht auch nichts weiter. Okay, hier ist Ende. Genau, das ist der Weg hier unten. Da ist wirklich Ende. Ich kann nur noch hier rüber und dann da. Okay, alles klar. Dann wollen wir einmal da lang steppen. Mein, vorhin waren wir hier ja noch nicht mit Doppelsprung, ne? Da konnten wir hier nur dieses Klettern machen und konnten noch nicht doppelspringen. Jetzt bin ich hier, okay. Da drüben ist es, das da wollen wir, das da wollen wir. Ah, dann müsste ich doch mit dem Doppelsprung jetzt eigentlich rankommen, oder? Yes! Okay. Was bist du? Ein geübter Handwerker könnte damit Gebäude reparieren. Okay. Also dafür brauchen wir auch wieder irgendwelche speziellen Leute, die dann damit Dinge erstellen. Oh, ein Wegweiser.
Lumaseen, Tintenmoor, Mitternachtshöhlen. Oha. Ihh, was bist du denn Ekelhaftes? Stirb mal. Unangenehm. Da ist jetzt halt die Frage, wo es weitergeht. Klar, jetzt könnte ich hier natürlich auch überall weitermachen. Wahrscheinlich geht es in jede Richtung weiter, gefühlt. Wir waren halt hier noch gar nicht. Und das will ich mir noch angucken. Okay. Wir gehen jetzt noch kurz in dem Part zu dieser Larve da, oder was das ist. Und dann schließen wir den Part erstmal ab. Weil ich denke, wirklich richtig weiter wird es hier gehen. Falls hier nicht einfach auch eine Wand auftaucht. Bin ich mir noch unschlüssig. Okay. Aber das Erz haben wir jetzt schon mal gesammelt. Und ich wollte halt auch noch mal gucken, ob ich noch irgendwelche Steinwände jetzt übersehen habe, die ich jetzt nachträglich kaputt machen kann. Aber das sieht hier eigentlich nicht so aus, ne? Nee, das passt hier eigentlich alles. Das passt hier eigentlich alles. Okay. Dann einmal hier hoch. Da runter. Und wir sind gleich da. Genau, einmal einfach nur gerade hoch. Jetzt kommen wir zu dem Feuer, wo das Feuer war. Ich erinnere mich. Genau, das heißt, hier drüben haben wir gegen den Typ gekämpft, ne? Irgendwo da, ja. Okay, das geht nicht kaputt. Ich glaube, an die Dinger konnte man sich irgendwie so ranhängen und dann irgendwie wegschießen. Oder irgendwie sowas war da. Okay, hier ist auch nichts. Gott. Aber ich kann jetzt hoch. Und zu der Larve. Was immer das ist. Wir werden es gleich herausfinden. Stimmt, da war vorhin war da noch niemand und jetzt ist da jemand. Ah, das war vorhin alles leer hier. Okay, was es mit der Person auf sich hat, sehen wir dann beim nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen und tschüss.